Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Doc zu der Demo von Cassette Beast. Das Steam Next Fest ist für euch mittlerweile schon vorbei. Ich versuche aber noch so viel es geht aufzunehmen, bevor die ein oder andere Demo dann nicht mehr verfügbar ist. Was wir offiziell vor uns haben, ist ein Turn-Based RPG. Dasselbe beschreibt, dass man Monster sammeln kann und miteinander fusionieren. Und das ist natürlich eine wirklich coole Idee. Das erinnert mich so an diese eine Pokémon-Fan-Webseite, wo man diese 2D-Sprites miteinander kombinieren konnte, um die ulkigsten Resultate zu bekommen. Und die Idee natürlich zu sagen, oh, das als richtiges Spiel wäre ganz cool, wenn auch unendlich viel Aufwand. Und dementsprechend hier in der Theorie ein Spiel wirklich dieser Art zu bekommen, könnte durchaus interessant sein. Bevor es losgeht, wir gucken uns einmal hier die Sprachauswahl an. Gleich in der Demo zu sehen, dass es viel gibt, ist schön. Und dann Settings. Hier muss man gleich von Anfang an anmerken, ich spiele das Ganze hier mit dem Controller. Wenn man den drin hat, kann man zumindest nicht die Maus... Jetzt funktioniert es, interessant. Also man kann nicht, da steht zum Beispiel Press I to start oder ähnliches. Und man kann nicht mit der Maustaste drücken, aber man kann hier drin, man möchte dann doch Maus und Tastatur nutzen, um das Ganze zu navigieren. Aber ich mache das gerade mit der Tastatur und wie man sieht, unten die Button-Prompts werden nicht angepasst. So eine Kleinigkeit, aber... etwas, was dann doch schon durchaus hilfreich ist, wenn man halt, wie gesagt, mit Tastatur und Maus spielen möchte und dann wissen möchte, was zum Gucken man drücken muss, um vorankommen zu können. Gut, wir haben hier ein paar Einstellungen. Ich habe da erstmal noch nicht viel dran gemacht, nur 63 ist ein bisschen wenig. Overwatch Shadows, Overwatch Streaming, ich gehe mal von außen halt, wenn man sich hin und her bewegt, less pop-in, low, CPU. Okay, also viele Sachen sind einfach auf zwei Sachen ausgelegt, okay. Audio, hier muss man anmerken, mit Ausnahme von Music kann man die anderen Sachen nicht anpassen und ein Beispiel dafür bekommen. Das heißt, also Stimme könnte zu laut sein. I don't know. Das müssen wir dann live sehen. Und dann zu guter Letzt, der meines Erachtens mit Interest... Ach, Keyboard. Hier hinten geht es noch munter weiter. Ah, okay. Dann bekommt man hier die Übersicht. Ich habe viele Möglichkeiten zu confirm. Wo ich mich frage, wenn man dann selber das anpassen würde. Was aber interessant ist, dass man dann jetzt hier eine Übersicht für Keyboard bekommt, aber nicht mehr für Gamepad. Also... nicht ideal, aber es ist schön zu sehen, sagen wir mal so. So, auf jeden Fall, Gameplay ist meines Erachtens der mit interessanteste dieser Bereiche hier. Und zwar gleich von Anfang an Autosave. Ich bleibe weiterhin dabei, ich bin nie ein Fan von Autosaves. Speziell, wenn man auch das vielleicht als Let's Play oder ähnliches aufnimmt, finde ich das Ganze sehr angenehm, dass man das selber deaktivieren kann, dass, falls irgendwas schiefläuft mit einer Aufnahme, dass man notfalls aber immer nochmal, wenn man es rechtzeitig realisiert, logischerweise, einen alten Save laden kann, etc. Aber für jetzt soll es das Wurst sein. Speedrun-Timer für diejenigen, die es haben wollen. Interessant, hat Quest-Tracker ist erstmal disabled. Man muss es also selber erst aktivieren. Ich lasse es mal so, wie es ist. Status Effect Tutorials... okay, dadurch, dass wir neu sind, sollten wir das mitbekommen. Screenshake, Controller Vibration, ja, okay. Jetzt aber, AI Smartness und Level Scaling. Und unten drunter gibt es dann die Beschreibungen. Humans and Bosses choose more intelligently. Wild Monsters choose moves mostly random. High Level Enemies don't scale down towards you. Und Low Level NPCs and Bosses scale up towards, oder partway towards you. Sehr interessant, also... ich denke, es ist eine nette Idee, dass man sagt, dass sich, nennen wir es mal, Bosse cleverer anstellen und wilde Gegner wiederum nicht. Aber man kann sehen, wenn ich das Ganze jetzt hier anpasse, und das ist dann auch interessant zu sehen, zum Beispiel literally Skynet existiert in mehreren Stufen. Wo ich nicht ganz weiß, ist das Skynet gleich wie das Skynet? Man sieht, mit Ausnahme von, dass der Balken größer wird, keinen wirklichen Unterschied. Also da wäre es cool, wenn man sagen würde... sagen wir mal sowas wie HP. Gegner haben mehr HP. Oh, ich erhöhe das mit Schwierigkeitsgrad. Die haben 25% mehr HP. Nochmal ein höher, 50 HP. Ist 75 etc. Also, dass da nochmal ein bisschen mehr Beschreibung mit dabei wäre, wäre meines Erachtens durchaus hilfreich. Level Scaling? Ich sag's wie es ist. Ich hasse Level Scaling. Es fühlt sich immer cool an, wenn man am Anfang gegen den Gegner kämpft und merkt, oh, der ist stark, der hat eine Sache, die man noch nicht richtig besiegen kann. Und man ignoriert den, kommt den später zurück und den einfach auf die Nase zu hauen. Das ist cool, wenn er dann weiterhin Level 5 ist. Und nicht dann auf einmal so wie du Level 25. Und dementsprechend, gucken wir mal. High level enemy scale down towards you a bit. Don't scale up as much. Deswegen hier muss ich dann wiederum sagen, wäre es mir eigentlich mit am liebsten, wenn man das wiederum individuell anstellen kann. High-Level-Enemies downscale down. Die sollen High-Level-Enemies sein, weil man sich erhofft, dass das Spiel so designt ist, dass das halt
eventuell zu einem gewissen Grad passend ist oder man die Warnung bekommt, dass man hier noch nicht sein darf, zum Beispiel. Aber dass ich nicht einfach sagen kann, ich will einfach nicht, dass Gegner, die zu schwach sind, dann geboostet werden. Deswegen, ich hätte ganz gerne so das Mittelding. Na gut. Lang genug hier dran aufgehalten. Wir werden vermutlich eh nicht ultra viel von dem Spiel sehen. Also gucken wir mal, was hier jetzt am Anfang kommt. Who are you? Das ist natürlich dann jetzt lustig, wo ich mich frage. Ja, also hier wieder mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, was dieses Spiel tatsächlich... sich wirklich vorstellt, welche Eingabemethode man tatsächlich nutzen soll. Denn wenn ich meinen Namen anpassen möchte und mit dem Controller spiele, erwarte ich, dass ich irgendwie eine Möglichkeit bekomme, etwas eingeben zu können. Dementsprechend, jetzt bin ich darauf angewiesen... Oh, Enter drücken beendet das Ganze automatisch. Ja, also, da gibt es definitiv ein paar Sachen, an denen noch geschnitzt werden muss, denn das war nicht ideal. Ja, und wenn ich dann auch sehe, was da mit dem Boden los ist... Okay, also, oh, wir haben eine Sprintentaste, die auf Stamina funktioniert. Ist dafür ein Grund? Oh, und wichtig ist, wenn man die Sprintentaste drückt, kann man nicht einfach nach oben und unten laufen. Das wird mir richtig schwer, so zu latschen. Okay, wir haben eine Sprungtaste. Das ist immer interessant zu beobachten, wenn man gewisse Spiele so von der Beschreibung liest, hört. Und denkt, oh ja, also so Pokémon ähnlich, Fusionen, das klingt doch schon mal ganz cool. Und dann nimmt dann irgendwelche Sprungeinlagen mit dabei. A basic recycled source that can be exchanged for items and services. Habe ich irgendwie das falsche Spiel gestartet? Nee, Cassette Beasts. Bin etwas verwirrt. Okay, also ich gehe mal von aus, da oben soll ich jetzt noch nicht lang latschen. Welche Taste muss man drücken, um was machen zu können? Denn A ist springen. Also, ein Spiel zu starten, ohne einem zu erklären, wie man mit dem... Also, hi. Hey Stranger, don't make any sudden moves. Traffic crabs don't take kindly to strangers or anyone for that matter. Here, take this. Okay, good question. What's your aesthetic? Spooky or sweet? Both? I can see that in case. Take this. Band Sheep. Okay, 120 Stück gibt's. Nicht schlecht. The eerie Band Sheep moans of the white. Also, the eerie moans of the white Band Sheep at night have led many to believe that they are restless, undead spirits, but this is untrue. They are very much alive. They just like to have a bit of a whine. Who doesn't? Raise this monster's tape to 5 stars to unlock more information. Bootlegs. Okay. Alright, now just pop that in your cassette player, put on the headphones and press play. Also da muss ich wiederum zugeben, wenn man eh nur halt so Soundclips hat und zugeben, dass andere Spiele auch halt problematisch, nehmen wir es mal, dann kann man es eigentlich schon lassen. Denn diese hahaha, oh ja, yes und mehr nicht, wenn da noch 3000 Zeilen Text kommen, wird's frei. Das might be a little bit weird, but follow my lead. Your turn, don't be shy. Just breathe, you will just in just a moment. Right! Let's give him hell. So, ich muss ganz ehrlich zugeben, das Spiel muss mir erklären. Fight, switch, item, flee, record? Record ist vielleicht Fang? Fight. Melee Attack hits one target. Und das ist passive. Okay, also ich kann erstmal nicht viel machen. The user's evasion is passively raised in proportion to the amount of HP lost. Auch nicht schlecht. Achso, für dich kann ich auch gleich was machen. Chance to summon a temporary ally. Ich weiß aber nicht, was die Punkte bedeuten. Die sind auch oben links.
Sind das die Anzahl von Mana, die man haben kann? Dann erklärt es mir aber nicht. Ich probiere es einfach mal. Oh. Okay. Oh, Kaylee heißt sie. Obtain the Banshee. All the items plastic. You handled yourself pretty well there. What's your name? I'm Kaylee. Mm-hmm, nice to make your acquaintance. Anyway, we should probably get you warmed up before you freeze to death in your pajamas. What do you think? Pretty quaint, right? What is this place? Welcome to Harbor Town. You're in your home. My new home? Yes, sorry. I'm not very good at this part. I don't know how best to break the news. You're stuck here. We all are. My head is spinning, I guess. Ja, vielleicht nicht im Kreis drehen. Wonderful. So, you're away. Kaylee gave me quite a fright when she came knocking at my door. Ja, das darf ich gleich runterdringen. Ich kann's aktuell nicht machen. You had me scared for a moment. I don't think it's anything serious. Transforming for the first time is quite a shock. Anyway, Harbor Town happened to have a spare home available for you. This is your place. On Earth? Kaylee, you haven't told her? Sorry. I should have. Not to info dump on you, but you're on an island called New Viral. It's not strictly on Earth, at least that's what we think. Is there a way I'm back? I'm afraid not. I'm sorry. Castaways have been trying to get back to their worlds for a century and none have succeeded. Yeah, but it will be okay, there's a community and we help each other out. It's not a bad life and it's safe, well apart from the monsters. Like the one we fought before. Yeah. I'm actually going on a patrol soon. If you'd like to join me, meet me by the gate, the one just over the bridge we crossed to come into town. In the meantime, feel free to say hi. I'm pretty sure Bart has gotten around that there's a new lass. We also fetched some clothes for you, though they might be a bit out of fashion for your era, but it's all we have. My era? Sorry, I'm info dumping. I will catch you soon, right? We can talk more then. A clinic is nearby. If you need checkup, feel free to visit. This all must be a lot to take in, but we all went through the same thing once. Oh, new quest. This is the world we live in. Speak to Kaylee. Yep, okay. A handbook that Kaylee left for you. You can read this to review what you have learned about the life. Okay. Ich finde es sehr interessant, Musik zu wählen, wo im Hintergrund gesungen wird. Denn, keine Ahnung, wirkt sich... Oh, goddammit. Ich muss Start drücken, weil sonst macht das nicht. Okay. Interessante Start, durchaus. I should probably put on some proper... okay, yep. Also ich bleibe auch so hier ein bisschen dabei. Man hat die Möglichkeit zwar, wie man es eigentlich erwartet, mit dem Stick richtig in alle Richtungen zu laufen, aber so doof es klingt, wenn man erstmal stehen bleibt und wieder loslaufen will, ist nicht selbstverständlich, dass man einfach schräg hochläuft. Das ist ein bisschen verlangsamt. Ah, hier kann ich mich wieder anpassen. Great. Deswegen zum Beispiel hier, man sieht, ich musste erst einmal, ich war erst drin, musste erst die... Jetzt funktioniert es. Am Anfang hat er das nämlich erst nicht gemacht. Dann hat er erst, wenn ich nach unten gedrückt habe, das Ganze hier beendet und ist dann runtergegangen. Okay, also, ja, mal ein bisschen durchzugehen, was wir hier haben. I don't know. Andere Farben. Wie, ihr habt kein Schwarz als Favorite Color. Grün halt. Skin Color. Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Also, dass man das jederzeit anpassen kann, ist meines Erachtens eine richtige Entscheidung. Ja, noch ein paar lustige Sachen mit dabei. Auch wenn ich mir nicht gar... Ja, sweet. Yeah, baby. Werden wir aber mal zu Spike Vegeta. Okay, das haben wir nicht. Plain Glasses, Beard. Sind das Beard 2 ebenfalls Glasses hat? Hätte man das eigentlich auch gleich in 2 auftaucht? Face Mask, yes. Damit man weiß, dass das Spiel jetzt aktuell ist. Eye Color kann man nicht wirklich einsehen, aber gut. Face, Accessory, Sweater. Okay, also es ist ganz schick, dass man das hier so ein bisschen selber machen kann. Ja,
neat, I guess. Okay. It's another box, a stranger that is indoors. Yeah, no, check it anyway. This will connect to the internet, okay? Was habt ihr mit dem Spiel vor? Unable to connect, ja, dafür hast du dir aber wirklich viel Zeit genommen. Okay, dann gucken wir doch mal so ein kleines bisschen um. Zugeben, ich will jetzt hier nicht unendlich viel Zeit mit einfach nur Leuten reden verbringen. You know what I miss? Sports. Harbor Town start a football team? Well, I suppose there would be no one to play against. I don't think the giant crabs on the beach have a competitive spirit. Are you new here? The look on your face gives it away. Ich habe zumindest gleich meinen Bruder gefunden. Was hast du denn für einen Hund auf dem Kopf? Have you been to the west side? I've been meaning to visit the heritage center over there. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es einen Sprint-Button gibt. Denn das Wichtige ist, wenn Sprinten erstmal leer ist, wirst du A angehalten und dann musst du den langsam erst wieder auffüllen. Also, kann ich mal in jede Tür reingehen? Boo. You're new to the whole cassette tape transforming thing, huh? A little piece of advice. The key is not to think about how it works. By all accounts, it does make sense. But it does work, so just go along with it. Okay, also hier immer so ein bisschen die Gefahr, wie relevant sind die Leute, mit denen man redet. Das ist auch so ein bisschen die Gefahr bei Pokémon immer. Oh, die Tür geht zum Beispiel auf. Yo, what's up? For 101 years, this town has stood. Did you know that? I remember what this place looked like as a little girl. The town changes so much so fast, but the foundations, they have always stayed the same. Okay. So, hier führt schon mal eine Treppe. Sorry, but you will have to come back later to use the elevator. I'm doing a few long overdue repairs. Okay, whatever. Ich behaupte einfach mal, das Wichtige wird jetzt hier drüben passieren. Ja, dass das Sprinten so ist. Okay, also ich bin wirklich gespannt. Wir haben nämlich hier irgendwelche Item-Drops miterlebt. Ich will wissen, zu was das führt. Hey again, are you feeling a little better? You know, you held your own the last time we fought together. So, well, I've been given a rent and need a helping hand. Do you think you'll be able to help me out? Sure, I guess. Glad to hear you're up to the task. Do you see the path there? There was some kind of quake or monster activity last night. You can see the cracks in the ground. Ja, hätte man es mir nicht gesagt, hätte ich gesagt, das ist eine Bodentextur. We're gonna check the path and make sure it's safe. You take the key. Okay. Ich schieb dich einfach. So, wie benutze ich jetzt den Schlüssel? Denn A ist es nicht, B ist es nicht, X ist es. Okay. X hat nämlich sonst scheinbar überhaupt keine Funktion. Das ist natürlich die große... Okay. Kollege kann einfach... Okay, wir dürfen nicht ins Wasser. Kollege darf einfach auch machen, was sie... Oh wow, die klettert einfach das höchste Zeug da hoch. What are you? Right, there's some basics I gotta show you first. I hope you're ready to turn into a monster again. I guess so. You're just in no time. It's like riding a bike. Except, you know, if the bike transformed into a moody floating sheep. And also your little bike. You see that creep with the boots? It's a spring here, and it's gonna get aggressive with you if it gets any closer. You get any closer. You're gonna get closer, of course. Sure. What's up? Okay, wir verwandeln uns automatisch, ja. Yep. Pay attention to these orange squares. They are your action points or AP. Most moves require you to spend some. The amount you a move costs is shown next to its name. If you don't have enough, you won't be able to use it. Each party member gets two each turn and an extra one if they land a type advantaged attack. You can plan ahead and save up for your most powerful attacks by using weaker low AP moves. Yes. Oh, wir haben auch schon mal hier was Neues bekommen, aber dafür bräuchten wir drei. Ich meine, können die allzu viel mehr machen, also it's this one. So, ruft doch. Achso, Accuracy 50 ist natürlich eine Gefahr. Raises the user's evasion. Weißt du was, du greifst einfach an. You've taken a bit of beating, but your monster form can take it. The green bar represents the monster's health and the red is... The monster's health and the red is yours. Ja, okay. Ein bisschen merklich beschrieben, aber stimmt schon. If a form loses all of its health in a fight, its tape will break and needs repairing. But only... not only that, but any extra damage from the attack that broke it will apply to your health, the red bar.
So interessant. If both of us lose all our health, then we will have to retreat back. Got that? Yes. Right, let's crack on, hieß es heute. Okay, dann sieht man hier auch wirklich den wichtigen Unterschied. Wir haben wirklich einen extra roten Balken, der sich jetzt, weil wir Schaden genommen haben, zum ersten Mal zeigt, wohingegen unser Gegner Spring hier das nicht hat. Klingt so ein bisschen doof, aber es ist wirklich ein Unterschied. Warum bist du so langsam? Ich denke, die Präsentation ist ganz cool, dass sich die Tapes bewegen und dass die XP-Gain darstellt. Okay, Plastic, Pulp, Wood and Wheat. Bin noch nicht ganz sicher, warum... Also, der Screen zum Beispiel ist noch nicht ganz klar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, Obtained. Ich gehe davon aus, dass unser Partner jetzt Sonic Boom bekommen hat. Ich weiß halt nur nicht, was Serenade bedeutet in der Logik. Also, der Menüaufbau ist leicht merkwürdig. Deswegen, ich kann zum Beispiel jetzt sagen, Unequip. Also, ich kann auch sagen, gewisse Skills sollst du einfach nicht haben. Okay. Das formuliere ich gerade bei passiven Sachen gar nicht verkehrt. Nice work. That elevator should be functioning. There will be a switch around here to turn it back on. Okay. Great, let's head on up, shall we? I will let you take the lead for any more fights. But don't worry, I'll be sticking with you from here on out. Okay, great. Also der Witz scheint... Ja, lala. Serenades are particularly loud creatures. Okay, also das ist der Name dieser Kreatur. And can amplify their own singing voices through their microphone, tail and wings. They don't seem to have much awareness as to whether or not their singing is too loud for those around them. Weiterhin wissen wir nicht ganz sicher, was 5 Stars bedeutet, aber hey. Follow Katie's direction. Die Steuerung ändert sich nämlich dabei auch nochmal so ein bisschen. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir mal Startparty gehen. Wir sehen, da drüben sind noch 4 weitere Bereiche. Was also darauf hinauslaufen wird, dass wir vermutlich noch 4 weitere Leute bekommen werden in der Party. Oder werden wir wirklich Monster fangen? Do you need a break? We can rest here if you'd like. These bonfire pits mark areas. You're safe to set up ground. Was ist das Ding da oben, die beiden? If you give a chance to repair, it gives a chance to repair your tapes and heal up. Okay, ja, machen wir es einfach. Immer X. This costed resources? For real? Remove from inventory forward? Kitty engages you with an enthusiastic discussion on your favorite dog breeds. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Muss ich das von Anfang an schon machen? Oder hätte einfach das Hinsetzen mich schon geheilt? Also, dann Hervorhebung, dass ich mich geheilt hätte. Wäre schon mal ganz hilfreich gewesen. Nee, das ist nicht etwas, was ich einsammeln darf. Ja, man kann A gedrückt halten, um immer wieder zu sprengen. Okay, du. Dann sind wir natürlich hier so clever und gehen erstmal zu dir vorbei. There will be monster about, but we can take them. I haven't seen your run before. Let me guess, you washed up pretty recently, didn't you? Oh, is that a cassette player you're holding? Here, take these. But it restores the HP of one tape, uses up a turn when used in combat. Ja, okay. Wie ein Potion halt. Von zu hoch irgendwo runterfallen führt dazu, dass man für eine kurze Zeit nichts machen kann. Okay, und da ist natürlich jetzt hier wieder die Frage... Wenn ich das jetzt sehe, wie sehr muss man hier schon anfangen zu grinden? Ich meine, wenn man das für sich selber spielt, ist es wieder so eine andere Sache. Ich gehe davon aus, der hat sich damit verstärkt. Und ich wurde auch noch super Poison Characters take damage at the end of the turn. Yep. Oh boy, okay, also... Battering Ram. It's one target, lowers the target's accuracy. Machen wir das ruhig auf den da? So, das ist noch Sonic... Schön, dass wenn B drückt, man nicht wieder zu dem hier. It's a whole team. Ja, warum nicht? Wurdest du damit auch vergiftet? Nee, jetzt wurdest du vergiftet. Oh oh. Nicht schlecht. Und jetzt musst du nur noch es schaffen, die beide zu treffen.
Das ist schon relativ ordentlich, aber wir haben gegen zwei Leute gekämpft, die unter unserem Niveau sind und haben gut auf die Fresse bekommen. Equipped Sharpen. Reduced uses melee attack. Ja, also das zum Beispiel, kann ja die Maus nutzen, das hier, also doch Sharpen, also das ist ein Ding. Und das ist im Endeffekt das, was wir bekommen haben für den jeweiligen Charakter. Bisschen merkwürdig aufgebaut. Denn man würde denken, man achtet nämlich erst auf das hier, weil das farbig hervorgehoben ist. Und man würde denken, oh, wo ist die Beschreibung für Sharpen? Da drüben. Weil es auch hier so angezeigt wird. Also ich denke, das Menü hätte man besser machen können. So, aber jetzt habe ich ja das Problem. Jetzt habe ich so auf die Fresse bekommen. Jetzt will ich eigentlich nicht den nächstbesten herausfordern. Deswegen, ja, jetzt machen wir mal Camp. So, jetzt mache ich mal ganz bewusst Camp und sage, Exit. Hat das mich geheilt? No. Okay. Das heißt also, es ist ein schlechteres Pokémon Center. Pokémon Center sind zwar nur in Städten oder in, wie gesagt, gewissen Vorhebungen, aber die kosten nichts. I used to go camping a lot when I was a kid. Ireland has a bunch of great places to camp out. My da would drive the two of us to the countryside and we would stargaze together. Camping with you makes me nostalgic. Also ich bin kein großer Fan davon. Selbst wenn wir sagen, wir haben jetzt 100 davon. Das riecht so ein bisschen danach, als irgendwann der Schwierigkeitsgrad nochmal kommen wird, dass man entweder weniger Resources bekommt, keine Resources mehr hat, oder logischerweise Camping-Spots. Come on, it's this way. Cool, okay. Oder halt logischerweise Camping-Spots seltener werden. Ich gehe ganz bewusst jetzt trotzdem mal die Richtung, weil ich wissen will, was hier anzerzählt wird. Oh, great, ich wurde einfach runtergeworfen. Ja, du kannst einfach hoch, ich nicht. Sicherheit. Also ich denke, gerade bei einer Demo hätte man vielleicht das vielleicht so einfach so absperren können für den Anfang. So ein paar Entons, die Kopfschmerzen haben und im Weg stehen oder irgend sowas. Deswegen, ich bin jetzt auch mal so frei und werde mal... There, do you see that monster? There must be a way to get to it to come over here. There must be a way to get it to come over here. Why? Unsere Aufgabe war doch nur... Okay, hier ist die Brücke kaputt. Ja, aber halt... Warum sollten wir das jetzt machen? Warum interessiert uns das eine Vieh? Das heißt, wir sollen eigentlich nur darüber... Oder darauf achten, dass das eine Ding... So, hi. Aber... No, okay. Das ist so ein bisschen der Witz, dass das jetzt... Hier ist ein Schalter. Okay, take these. Basic tapes. Records monster forms with a normal efficiency rate. There's something about the monsters on your viral. When weakened, their essence can be well recorded to cassette tapes. We don't entirely know how it works, but it does. And that's good enough for us. Frag mich, wie die Leute das entdeckt haben. Wie einfach record, okay? Use. Und du greifst nur verzeihbar an. Wait. Willst du mit... Achso. Dominos sees themselves as defender of peace and spend their day patrolling the skies of woodland areas. The only thing that can distract them from their noble duties are bright lights such as lamps. Various factors go into a successful recording. How much health the monster has, its level and rarity, how much damage you dealt it while recording, and how much damage the person recording it took. Using status effects to buff attacks that target the monster you're recording can be a very effective way to increase the damage and improve your odds. As long as the monster is being recorded, it cannot flee or be defeated, so you don't need to worry about knocking it out. Now try switching to the tape you just recorded. Okay, also es ist nicht einfach eingefangen wie ein Pokéball. Transform, I guess. Now that you get yourself a new... That's how you get yourself new monster forms. However, if a monster takes too much damage, it will flee. So you won't be able to record it. You with me... What? If a monster takes too much damage, it will flee. Wurde mir nicht gerade gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, um die auszunocken? Now let's finish this bug off. Interessant ist, wir sind auch weiterhin jetzt Level 7. Wo man natürlich dann jetzt die Frage stellen muss, ja, es hat andere Attacken.
Wie schaltet es dann neue Attacken frei? Ja, hau ruhig mal richtig rein. Es war nicht gelungen, das zu besiegen. Wow. Also, das, was ich bisher sehe, ist von der Idee ganz schick. Mit dem Rest bin ich mir nicht sicher. Hier ist 5 plus... 5? Fucking 5? Das ist nichts. Ist das meant to happen? Someone to the farm gives us extra abilities when we record them, beyond just being able to take their shapes. Don't panic. You can now hold A to glide across long distances. This consumes your stamina. Well, that's natürlich eine coole Idee. Sorry, I should have probably warned you, but I thought it might be a little easier to show you. You can use this glide to get across that gap from there. Oh, das kostet natürlich auch Stamina, damit man ja nicht irgendwo hingeht, wo man nicht hingehen soll. Und natürlich dann wieder sagen muss, dadurch, dass du ja eh automatisch nach unten fällst, was soll da großartig passieren? So, wir gehen ganz bewusst mal darüber. Denn ich will natürlich das Ding hier einsammeln. Das Ding hier ist so merkwürdig. Man guckt das erste sich wieder an, diesmal ist es sogar was. Automatically inflict 3 random debuffs on their last opponent hit. Was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Art TM? Deswegen, das ist jetzt so die Frage. Inventory. Rewind. Basic Tape. Stickers. The moves you have access to when using a tape in battle are determined by what stickers are attached to the tape. You can give new moves to a tape by applying stickers from your inventory. Moves you don't want can be peeled as stickers and put in your inventory. Das ist natürlich cool. Stickers can be used as many times as you want, but can only be applied to a single tape at a time. Stickers can be obtained in a few ways, by filling tapes, experiences, point bars, from chests or cages, from certain merchants. Okay. Automatically inflicts 3 random debuffs on the last opponent to hit the user upon defeat. Okay, also unserer muss erst besiegt werden, bevor der Spaß überhaupt losgeht. Witzfrei. Come on this way. Okay, also wir sollen jetzt nicht mehr da lang latschen, um darüber hinwegzukommen. Also das muss man gleich so ein bisschen sagen. Das Layout ist sehr wild. Gerade weil ich diese Holzbretter da gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen, dass hier vielleicht eine Brücke oder ähnliches sein sollte und nicht wie auf einmal den Tornado-Button gestartet haben. Das Fliegen ist eine nette Idee, aber es fühlt sich nicht wirklich gut an. So, unten lang? Natürlich kannst du dich da hochschummeln. What's going on? If this is because of one's activity, we better stay sharp. Let's go. Meine, hier ist zumindest ein Vieh. Hi. That's a big boy. Sollte ich den fangen? So, und dann würde ich natürlich sagen, greif ruhig mal den da an. Ich habe nicht verstanden, warum er zum Beispiel bei 25% hier Halt macht. Oh, und das Wichtige ist, wir sind nicht als Monster verkleidet. Das heißt also, Air-Type Attacks can uproot Plant-Type Targets, disconnecting them from the source of their nutrition, the ground. Characters with AP drain gain 1 fewer AP each round. Okay, also wir haben auch hier Pokémon-typische Vor- und Nachteile. Gott, das ist ja hier so richtig arschlangsam. Und Capture Fail. Also, ich verstehe Capture nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich dachte. Wir haben gesehen, das ging von 25 dann zu 100 im zweiten Sprung hoch. Und hier hat er dann bei 38% aufgegeben. Also, da muss ich zugeben, das hätte man A, besser klären können und besser darstellen können. Ich habe nicht verstanden, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ich denke, das Problem ist wirklich, man hat halt in dem Tutorial einfach gesagt, hey, mach's einfach, es funktioniert schon. Wohingegen in Wirklichkeit man scheinbar den erst, oder vermutlich mal, eigentlich erstmal von der HP runterbringen sollte. Aber ich bin da, jetzt bin ich poisoned, wo ich mich frage, ist poisoned wieder so ein übergreifender Effekt? Weil dann müsste ich ja jetzt eigentlich gucken, dass ich dann wieder umdrehe, um mich zu heilen. So, jetzt probiere ich das nochmal.
Und ich bin jetzt natürlich gespannt. Ich mach einfach mal nur Dodge. Okay, diesmal hat's funktioniert. Then lines a loyal defensive guardians. They are typically found standing at the entrances to important caves in the grassy plains of New Viral. If you find one with no cave nearby, it may be a hint that something is hidden. Okay. Achso, und jetzt muss ich die... Das ist merkwürdig, dass ich trotzdem noch besiegen muss. Wenn ich jetzt Pech habe, geht sie nämlich da jetzt drauf. Also, ich denke, hier ist so ein bisschen das Problem. Man ist über all die, wie viele Jahre auch jetzt schon, 25, mit oder an Pokémon gewöhnt. Und alle Spiele, die so ein bisschen ein Pokémon-Klon zu sein scheinen, haben immer vielleicht nette Ideen. Aber man sieht auch gleichzeitig, warum Pokémon so beliebt ist. Sind zwar nicht halt in jeder Hinsicht die besten Spiele, aber so gewisse Sachen funktionieren halt immer wieder trotzdem besser. Und das fängt schon ganz simpel bei einem Pokéball an. Ich werfe den Pokéball, mir wird vorher erklärt, wie ich den Pokéball nutzen muss. Und hier, wenn das Tutorial nicht dem übereinspricht oder einstimmt, was der Text im Tutorial sagt. Sacrifice 20% of your health to create a wall that will absorb up to 3 hits for 3 turns. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein gewisses Problem. Deswegen jetzt mal... Gucken wir mal. Party. Wo kann ich einsehen... Gott, Also ich gehe mal davon aus, dass du nicht theoretisch weiter vergiftet bist. Also wir machen einfach mal weiter. Ich will jetzt ganz bewusst nicht umdrehen, denn ich will jetzt noch so ein bisschen mehr schaffen. Man kann maximal 5 auf einmal tragen. Das ist auch eine Entscheidung. Okay, wir wollen wissen, was jetzt hier noch auf uns zukommt. Okay, you felt that one, right? What is that? What is... was this always here? This isn't normal. I've never seen anything like this before. Has this always been buried here? Investigate the strange, okay. Is this a train station? It should be okay to look around, right? Okay, auf den ersten Blick hätte ich jetzt nicht gesagt train station. Jetzt habe ich jetzt wirklich nicht sagen können, was es sein soll, aber... Nicht das. This place smells like burning metal. I can't explain it. Ja, und hier ist dann natürlich jetzt wieder so ein bisschen... Also, das, was ich anmerken wollte. Pokémon ist im Großen und Ganzen, wenn man nur die Story spielt, eigentlich super einfach. Super heated fist. Und viele dieser Spiele, die sich an Pokémon orientieren, inspirieren lassen, versuchen meistens ein bisschen knackiger zu sein. Und ich sehe das halt... Als nachvollziehbar, aber nicht wirklich immer toll. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Einerseits, weil wenn die Leute es nicht clever machen, ist das Spiel von Anfang an viel zu schwer. Oder man hat gleich das Gefühl, dass das Spiel ab einem gewissen Punkt vielleicht zu nervig werden könnte. Und das ist zum Beispiel hier diese Situation von, ich brauche Resources, um mich heilen zu können. Zumindest, wenn ich nicht zu Hause bin. Wer weiß. Haben wir ja noch nicht miterlebt, aber die Idee von, oh, irgendwann könnten meine Resources alle sein, jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Wie kam ich denn an mehr Resources dran? Und das wird dann wieder so ein Element, wo ich dann sage, muss das existieren? Ich denke, das hätte man irgendwie anders lösen können. Aber die Idee von, oh, ich muss jetzt grinden. Oh, jetzt habe ich eine Stunde gegrindet, jetzt kann ich mich wieder heilen gehen. Ist einfach nur Zeitstreckung. Aber wie gesagt, das ist einfach nur hier mein Ersteindruck. Das muss nicht so sein im Spiel. Die Frage ist halt nur trotzdem, warum brauche ich dafür extra Holz? Denn wenn man auch wieder nicht Pokémon sich anguckt, andere RPGs, welche auch immer man nehmen möchte, da ist auch der Fall. Wenn du selbst wirklich nur diese Speicherpunkte hast, die dich heilen können, kannst du es machen, wie häufig du möchtest. So, jetzt gucken wir mal. Warum kann ich das nicht Apply sagen? Warum kann ich jetzt nicht Apply sagen? Denn man würde, wenn man es mal wieder mit Pokémon vergleichen möchte, TMs. Ich habe ein TM, ich klicke drauf, zugeben,
abhängig davon, welches Spiel man spielt, kann man zum Beispiel jetzt hier bereits sehen, eine Liste von den Pokémon, die man in seinem Team hat. Und dann könnte man, wenn man drüber hält, gleich sofort sehen, oh, der könnte es erlernen, der könnte es nicht erlernen. Oder wenn man das auswählt, dann würde man sagen, oh, du hast es aktiviert, jetzt wird der nächste Screen angezeigt. Das war meistens bei den älteren Spielen der Fall. Irgendwas, wo man weiß, warum oder wer kann das erlernen? Klar, Apply to ist grau, damit ist mir vermutlich jetzt klar, das funktioniert nicht, aber auf den ersten Blick ist es nicht selbstverständlich. Und ich dachte erst, oh, vielleicht muss ich ja das irgendwo anders machen, aber wenn Apply hier ist, dann muss es ja richtig sein. Wo ich mich auch wieder frage, Recycle ist eine interessante Entscheidung. Ja, also, ich gehe mal von aus, dass... Und das ist dann halt interessant, warum Kaylee? Warum ist Kaylee an meiner Seite? Und das ist natürlich dann wieder der Punkt, man hatte jetzt zwei Leute. Warum startest du mit einer... Ne, du startest mit denen, haben wir nämlich nicht eigentlich bisher eingesetzt. Du hast zwei Sterne. Du hast zwei Sterne, du hast einen und der Neue hat auch einen. Also vielleicht starten die mit einem. Merkwürdig. Checktape. Okay, also da sieht man zum Beispiel, wie viele Empty Slots man hat. Man kann das im Nachhinein nochmal umbenennen. Das ist auch ganz schick. View und Edit Moves. Okay, also da ist dann auch wieder so die nächste Sache, die man durchaus mal anfragen darf. Ja, hallo. Wie sieht's denn mit Typen aus? Ihr wartet das kurz angesprochen, aber so wirklich erklärt. Okay, also das führt sich so nach und nach. Oh, what? A diagram on a card that fell out of the Ranger's Handbook Kaylee left for you. Details the elemental types of the monsters of New Vyra and how to use them to your advantage. Okay. Das Wichtige kommt jetzt erst. Oh, ich kann mich hier drin sogar bewegen. Nice. Okay, also gehen wir auch mal durch. Wir haben Beast, hat ein Pfotensymbol. Wir haben Air, Whirly Dirly. Astro, auch Whirly Dirly, nur anders. Earth, ja, okay. Fire, Ice, Lightning, Metal, Plant, Plastic, Poison, aha. Water, Glass und Glitter. Und da sind natürlich auch noch andere Sachen dabei. Also Attacker... Beast gegen Glass. Gibt den Debuff Glass Shards 3 times. Und ich denke, man muss dann einfach hier lernen, was zum Kuckuck das dann tatsächlich bedeutet. Liegt ein Glas auf dem Boden rum, ist das dann ein Vorteil für einen, wenn man das Beast wäre, oder ein Nachteil? Beast Coating. Okay, also Glitter gibt grundlegend allen irgendwas, außer wenn Glitter gegen Glitter kämpft. Resonance, AP Drain. Also, die Idee ist natürlich nicht verkehrt, dass man unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Elemente, Typen hat, die dann, je nachdem wer was angreift, unterschiedliche Auswirkungen haben können. Aber, gerade so am Anfang, das ist eine Menge. Gerade vor allem, wenn ich sehe, Fire gibt Buff Airwall. Wenn ich aber Air und Feuer sage, gibt es wiederum was anderes. Also wirklich je nachdem, wer angreift und wer nicht. Was, wie gesagt, nachvollziehbar ist zum Teil, was sie sich hier gedacht haben. Und da muss man dann wirklich so ein bisschen hoffen, dass sie das nicht zu schnell auf einmal auf einen loslassen. Dass man wirklich das so ein bisschen nach und nach lernt. Und man dann wieder die Frage stellen darf, für ein RPG, denke ich, passend, wie lange ist denn das Spiel? Denn wenn das Spiel auf einmal kommen würde und mir all diese Typen auf einmal entgegenwerfen würde und dementsprechend halt Kämpfe durch entschieden werden können, dann wäre das schon leicht brutal. Denn, wie gesagt, das ist halt nicht mehr Pokémon. Und wer halt Pokémon so viel gespielt hat wie ich, der hat das Intus. Zwar nicht alle Typen, klar, aber halt da dann zu verstehen, warum ist das jetzt stark gegen das und warum ist der Debuff oder Buff jetzt auf einmal aktiv, ist schon etwas. So, can you feel something in the air? Love. Cool. Is that you, Mordred? Come closer, child, so I can see you one last time. This. The long conflict has drawn to an end. I'm afraid he has defeated me truly this time. I think this is an archangel. We need to leave now. This isn't like the other monsters. We are not safe here. What happened to you? No, you are not my kin. You come for me once again, sword in hand? Oh no. Okay, ja. Das sieht natürlich sehr cool aus. So ist nicht.
Das Wichtige ist, oh, Level 100, oh. Und ich sehe auch schon deren, nennen wir es mal, AP-Balken oder Squares, ein bisschen größer und anders aufgebaut als unsere. Und vor allem wichtig, man hat es kurz sehen können, wo man dann wieder fragen muss, ob das vom Aufbau überhaupt clever ist, so wie wir es bisher machen. Mein roter Balken, mein Mensch-HP-Balken, ist nicht voll. Raises Melees, ja, sure. Und you dodge. Ja, auf jeden Fall, das ist natürlich so ein paar Sachen, die man lernen muss. Aha, du hast nicht mehr getroffen. Wo? Die. Also was ruft er einfach mal? Uh-oh. Nice. Uh-oh. Unlike other monsters that spend AP to use moves, Archangels accumulate all the AP until it reaches 10. Once an Archangel reaches 10, it unleashes all that power at once in its unique angelic attack. Survive, use your move strategically to seat Acer, set up a solid defense in preparation, or defeat the Archangel before it gets enough AP. Ich meine, ist ja scheißegal, die greifen mit ihren normalen Dingern an und machen uns endlich viel Schaden. Okay, also du musst jetzt dich im Endeffekt heilen und ich mach's einfach mal, denn ich will wissen, ob ich dir irgendwie überleben soll oder ähnliches. Ich hab's getroffen. Keine Ahnung, was das Ding gerade gemacht hat, aber es... Ja. Wards absorb a certain number of incoming hits. Type advantage attacks immediately break wards. Ja, aber jetzt ist die große Frage. Ich hab keine Ahnung. I'm not gonna die here, not like this. Do you hear me? This isn't the end of us, or for us. It can't be. I refuse. We're gonna fight this thing and we're gonna do it together. So, Robert and Kaylee's heart act as one. Aha. When your goals are aligned with those of your companions, you can fuse to become a singular, more powerful beast. The closer you are to your companion, the more powerful you are as a fusion. Keep an eye on your fusion meter, wherever that is. You can only fuse when this is full. As a fusion, you gain 4 AP instead of 2, allows you to make use of your more powerful moves sooner. You also have access to all the moves of both types combined, and your stats are added together. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Fusion Meter ist, aber gut. Ja, mein Attack ist stärker. Kann sein, dass wir einfach nicht getroffen werden. Oh, ist weggerannt. Aber wir hatten unsere Schutzwand. Die hat uns da doch ein bisschen den Arsch gerettet vielleicht. Wer weiß. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das verlieren sollen oder ähnliches, aber... Keine Ahnung. Und gut möglich ist es trotzdem, dass man gleich von Anfang an sagt, oh, du hättest hier jetzt schon Level 10 sein müssen. Hey, Level 100 Gegner besiegt. Nicht so viel XP bekommen, wie erhofft, aber hey. Bite, hits one target, heals the user a little after, wow. Provoke, enemies from directly targeting the user's allies. Upgrade. A curious bunch of upside down grapes. Are they upside down? Okay. Hätte ich euch jetzt nicht sagen können. Ow, what? Your stamina increased by 20%. You can now glide for 3 seconds. Enough, my time is drawing to an end. Why have you come to this wretched place? I want off this island. I see, there's a way. There are none who know the path but I. I require a vessel and you require a guide. Rebuild my strength and in turn I shall lead you from this land. Vessel? Very well, hear my song. If you wish to leave this land, then heed my words and hear my song. You must rise to the task at hand. You must walk the path most long. What? The rest of the song is too quiet, okay. Are you okay?
What happened? You blanked out for a second there. We should get out of here. A lot happened at the train station. I guess we should probably talk about it. About fusing. Oh, yeah, that. Fusion is a rare phenomenon known by the Rangers. They are fused monsters in the wild, and supposedly by leaders of the Rangers, supposedly the leader of the Rangers can do it too. In the right circumstances, two people in monster form are able to unite and form one powerful being. I guess the right circumstances including nearly being killed by an archangel. It felt strange in that moment, but I was sharing a body with you, and the thing we became was both us and not us at the same time. I've never fused with anyone before. I certainly wasn't expecting to fuse with someone I barely know. It just kind of happened in the heat of the moment, right? I guess. Sorry, talking about it is a little weird. It helped us defeat. We wouldn't have survived without it. Yeah, I guess you're right. Now that we have done it, I have this weird feeling inside me, like a door has opened, that I didn't even know was there before. I feel like I'd be able to fuse with you again if we ever needed to. About the Archangel. Yes, supposedly when the first unlucky swords washed up on the shores of New Wirral, they thought the monsters were angels, and some of them wrote of other entities too, greater than the others, creatures that look and feel wrong. Logically, they called these other creatures Archangels, the highest ranking among the Order of Angels. Of course, when people learned that they could fight and defeat the regular monsters, they lost their angelic allure. They have had a bunch of names over the years, angels, demons, devils, ghouls. They just call them monsters now, it's a catch-all term. Those other creatures though, like the ones we fought, they are still Archangels. We don't know what they are, no one has really seen one for a long time. Looking at the thing we fought, it's hard to explain. It felt like I wasn't viewing it correctly, like trying to watch a movie through binoculars or something. I'm sorry, I'm making some assumptions there. We are all from different worlds after all, you might not know what a movie is. What are movies? Just kidding. Phew, okay. Grant, I've been in New World for 3 years and I've still not completely learned to adjust my cultural references when I talk to new folks. Let me get this straight. That Archangel Morgante, her memory is inside you now? And she knows a way to leave? If there is even a chance that this can lead to a way off this island and return people to their homes and families, we owe it to everyone on New World to find out, and you and I. What do you say? Are we in this together? We don't have any other option. Fusion is now available in regular battles when partnered with Kaylee. Fusions you form with Kaylee now have 5% added strength. Building relationships with your friends is really important, da gibt's also doch mehr Leute. The strength of your relationship directly affect how strong you are when fused together. You can get closer to someone by completing their quest and battling alongside them. When the time is right, you can take a break at a campfire or in a cafe to level up your relationships. If an archangel gave you that vision, then you need to find another one, and you need to be strong enough to stand against it when you do. Okay. Locate archangels to complete the song, then follow the clues. The Rangers have a training program that will help you become strong enough. Let's begin by getting you a meeting with the Ranger leader. She will be at the outpost. Okay. Hier ist auch nochmal ein Ruhepunkt. Ich frage, ob das irgendwas kostet. Beziehungsweise, ja, wir wurden automatisch, hoffe ich mal, geheilt. Wo dann auch wieder die Frage ist, ja, das ist nämlich wichtig, weil die haben... Wir haben 6 Monster, so gesehen 6 HP-Balken, plus 2 nochmal für die beiden Nasen. Also, das Spiel ist durchaus interessant, aber es sind so ein paar Sachen dabei, wie zum Beispiel Sprinten. Das muss meines Erachtens nicht. Angry Guy. Don't make me tell you again. Harbor Town won't fall to you bloodsuckers. Oh boy. So unreasonable. Crawl back to the darkness you came from, or you will have to go through me. I found your kind before and won. Do you want a demonstration? We shall leave for now. But in time you shall understand that we know what is best for you all. The rest of your kind that this town is protected by Eugene. Eugene. Let me know if those creeps bother you again, ma'am. And whatever you do, don't invite them into your house. That's what they want. Ah, we keep that in mind. Thank you for intervening. My name is Eugene. Oh hey, sorry you had to see that. The name's Eugene, which I guess, you know, cause I just yelled at those guys. Anyway, nice to meet you, or a new face around here. Who were those pale guys? I won't trouble you with the details, but they don't belong in this world. Just like we? Let's just say that not all the monsters in New World look like serial mascots.
Anyway, I gotta go stank out those guys. Hastig. I can't risk them sinking the teas into the good people. Do you need some assistance? If you're willing to get your hands dirty, I'd like to give you a sister to have assistance. Meet me at this location, I give you a full lowdown. Okay. Mhm. Also, mehr Quests nebenbei. Just prepare yourself for a throwdown. Things might get ugly. This is the end of the demo! From both of us at Mitant Studios, we hope you've enjoyed this little taster. You can continue to save and the full version. Okay. Und damit wird man auch sofort rausgeschmissen. Keine Möglichkeit, irgendwie sich noch weiter umzugucken. Wenigstens zu leveln oder ähnliches. Bisschen schade, aber ich kann verstehen, auch wiederum, warum man das nicht gemacht hat. Ja, also, ich bleibe dabei. Cassette Beast ist interessant. Ich habe nur das Gefühl, dass, vielleicht liegt es an mir, logischerweise, dass man so sehr an Pokémon gewöhnt ist, so sehr Pokémon kennt, dass alles andere sich immer etwas merkwürdig anfühlt und man häufig nicht nur Vergleiche zieht, sondern wirklich das eine dem anderen weiterhin vorzieht. Aber gleichzeitig, ich denke, für mich persönlich, sowas wie Sprinten, vielleicht gibt es in der Zukunft irgendwelche Puzzles, wo man sprinten muss, wo man dann wieder fragen muss oder hoffen muss, dass das Spiel so clever dann designt ist, dass wenn man halt für 5 Sekunden sprinten muss, dass wenn man das dann hat, dass man das machen kann. Rechtzeitig nicht, aber merkt, oh, ich habe jetzt nur 4 Sekunden Sprint, also leveln, grinden oder ähnliches, weil ich habe nicht ganz verstanden, was man machen muss, um tatsächlich diese Upgrades zu bekommen. Weil sind das wirklich Story-Upgrades? Weil so könnte man natürlich einen gewissen Metroidvania-Aspekt aufbauen, dass man sagt halt, hey, da könnte man theoretisch weiter, aber dadurch, dass du noch nicht Gliding für x Sekunden kannst, kannst du da aktuell noch nicht lang. Also ist nicht schlecht, aber gerade so wie Sprinten, man fühlt sich in dem Spiel sehr langsam. Und dementsprechend die Idee, dass man darauf eigentlich nicht zurückgreifen kann, beziehungsweise auch nicht möchte, denn in der Sekunde, in der du Sprinten aufgebraucht hast, bleibst du erstmal stehen und wirst dafür bestraft, dass du es aufgebraucht hast, fühlt sich einfach nicht gut an. Aber wie gesagt, das ist eine Vorliebe von mir. Ich kann verstehen, warum das nicht jeder so ebenfalls sieht. Aber ansonsten die Idee von Fusionieren, ich denke, das hätte man vielleicht nochmal besser erklären können, das mit dem, nennen wir es mal, Fangen von Monstern, dem Aufnehmen von Monstern, das ist noch ein bisschen merkwürdig designt. Ich denke, Controller könnte man nochmal ein bisschen besser definieren, aber in der Sekunde, in der man es tatsächlich brauchte. Jawohl, das mit dem Aufmachen der Tür war noch nicht selbstverständlich, dass man Axe dafür nutzt. Aber da muss man auch anmerken, das ist dann halt wieder so ein bisschen mehr dabei, dass man halt hochspringen kann, sprinten kann, gliding kann. Das ist dann doch so ein bisschen anders als bei, wie gesagt, nochmal Pokémon. Obwohl man da ja mittlerweile auch mit Arceus oder jetzt demnächst rauskommenden nächsten Pokémon-Teil ja auch schon mittlerweile ein bisschen mehr mit Open World anfängt, dass man fliegen kann und so weiter und so fort. Also, ich bin gespannt, was hier tatsächlich auf uns zukommt. Wir müssen noch ein bisschen warten, wie lang. Irgendwann nächstes Jahr, mehr haben wir nicht als genauere Angabe. Und ich denke, wir dürfen gespannt sein, was hier auf uns zukommt, wie lang das ist. Wir haben gesehen, 120 dieser Monster wird es geben. Wenn jedes Monster miteinander fusionieren kann, ist es natürlich schon sehr beeindruckend. Weil das würde natürlich eine unendliche Menge hinzufügen. Und dann halt gerade, was so diese Type-Charts betrifft, was es gegen wen stark, dass da noch mehr Elemente mit dabei sind, ist eine interessante Weiterentwicklung von dem, was man von Pokémon kennt. Aber ich weiß nicht, ob es dringend notwendig ist. Aber mehr kann man dazu aktuell, denke ich, auch noch nicht sagen. Das muss man abwarten. Ich denke, man hat es gesehen. Wir hatten nicht mal die Zeit, um das großartig herauszufinden. Klar, man hätte mehr Zeit investieren können, indem man einfach nur herumläuft und Gegner besiegt. Und dann auch wieder die Frage ist, respawnen Gegner? Könnte man, wenn man wollte, bevor man dann auf diesen Archangel trifft, noch grinden? Hätte man da halt Level 100 ebenfalls erreichen können? Ich kann mir vorstellen, dass es sich das irgendjemand antut, aber ich denke, viel für die Präsentation ging das soweit in Ordnung. Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat dir gefallen. Und bis dann.